für mich ist ziemlich klar, dass die Wurzel für alles positive, moralisch positive, ethisch positive, honorige Verhalten und für Mord und Totschlag, das kommt aus dem gleichen Bedürfnis, das kommt aus der gleichen Quelle. Ich bin froh, dass ich heute mit Dr. Nahla Saimeh auf der Bühne sitzen darf, forensische Psychiaterin und Gutachterin und eine Autorin des Buches Das Liebe Böse, warum wir gut sein wollen und nicht können. Das ist ihr neuestes Buch. In ihrem Buch, also Sie haben ja regelmäßig zu tun mit Menschen, die sehr schwere Normverletzungen begehen. Und in ihrem Buch, jetzt bewegen Sie sich aber auch etwas außerhalb von dem, was forensische Psychiatrie eigentlich betrifft. Vielleicht können Sie ein bisschen erklären, warum Sie sich auch die Moral des Bösen angeschaut haben, warum das Ihnen ein Bedürfnis war, darüber zu schreiben. Ja, das Buch ist im Grunde entstanden durch die Frage, die natürlich immer wieder auch an mich herangetragen wird, wenn es schwerere Straftaten gibt, die auch die mediale Öffentlichkeit dann irgendwann erreichen, dass man mich dann anruft und sagt, ja, können Sie sagen, wie tickt denn so ein Täter, warum macht er das denn? So dieses Warum. Und natürlich lebe ich davon, Erklärungsmuster zu liefern, und zwar möglichst personenspezifische Erklärungsmuster zu liefern. Das ist ja meine Aufgabe. Diese Aufgabe macht aber nur Sinn im Zusammenhang des zweispurigen Strafrechts. Das heißt, wir haben ja ein Rechtssystem, das das Subjekt sehr, sehr intensiv in den Mittelpunkt des Interesses rückt und sehr intensiv wirklich versucht zu verstehen, was sind gewissermaßen die inneren Unfreiheitsgrade und die inneren Schicksalsgründe, die einen Menschen dazu bewegen, in schwerwiegender Weise aus der Norm zu fallen und schwerwiegende Straftaten zu begehen. Und das ist ein Teil eines letztendlich doch sehr von einem humanistischen Prinzip durchwirkten Strafrechts, dem ich gerne diene, weil ich finde, dass das ein Grundgedanke eines Strafrechts ist, der für mich eine hohe zivilisatorische Leistung ist. Und die Psychiatrie und auch die Rechtspsychologie sind Fachdisziplinen, die einen Menschen in Bezug auf seine Persönlichkeitsstruktur, auf sein psychisches Gefüge, auf seine Handlungsmuster, glaube ich, schon sehr gut beschreiben kann. Und das ist mein Job, das mache ich. Aber mir wird, und je länger ich das tue, wird mir klar, dass es diese Frage nach dem Warum überhaupt nicht erklärt. Haben Sie vielleicht eine andere Antwort gefunden auf dieses Warum oder eine Annäherung an das Warum? Ja, dazu muss man ein bisschen wissen, also in aller Demut, in aller Vorsichtigkeit, und ich bin da absoluter Laie, also um das von vornherein zu sagen. Ich befasse mich ein bisschen mit Zen-Meditation und was mir klar geworden ist oder für mich klar geworden ist, ist, dass es da eine Verbindung gibt zwischen den Grundstrebungen menschlichen Handelns und dem dualistischen Bewusstsein, mit dem wir in der Welt stehen. Also wenn wir Leib annehmen, wenn wir geboren werden, dann treten wir in die Welt mit einem Trennungsakt, nämlich mit dem Akt, dass die Nabelschnur zwischen Mutter und Kind getrennt wird, getrennt werden muss, und dass wir dadurch eine Autonomie erlangen. Und das heißt, wir sind in einer Welt, in der unser Bewusstsein, und das ist auch unser Mindset, das ist unser Arbeitsprogramm, Realität konstruiert, indem wir Grenzen erfahren. Wir konstruieren unsere Realität durch Trennung. Und in dieser Trennung liegt etwas, glaube ich, wo wir sonst bewusstseinsmäßig nicht drankommen. Das ist nämlich ein Schmerz. Und das ist ein Schmerz, das sich in dem Getrenntsein erfahren. Und ich glaube, für mich ist, wenn ich alle Täter zusammenlege und sozusagen einmal durch den Filter durchlaufen lasse und sage, was ist das Kernmotiv, dann ist das Kernmotiv immer im Grunde angenommen sein wollen. Das Kernmotiv ist immer Liebe. Das kann noch so pathologisch verzerrt sein, aber im Grunde wollen die Leute immer angenommen sein. Und da fragt man sich doch, woher kommt das? Und ich glaube, ein Kernpunkt ist in der Tat, dass wir in diesem dualistischen Bewusstsein tatsächlich ja arbeiten, unser Leben gestalten, und dass es daraus ein Spannungsfeld ist,
Und man kann sich entscheiden, ob man in dieser Zeitspanne etwas Konstruktives macht oder ob man den Weg über etwas Destruktives wählt. Aber für mich ist ziemlich klar, dass die Wurzel für alles Positive, moralisch Positive, ethisch Positive, honorige Verhalten und für Mord und Totschlag, das kommt aus dem gleichen Bedürfnis, das kommt aus der gleichen Quelle. In Ihrem Buch sprechen Sie davon, dass wir ja, wenn wir über ganz destruktive Straftaten sprechen, sprechen wir über Serienmörder im allerschlimmsten Fall, über eben Gewalttaten. Aber es gibt ja auch Straftaten, die Leben auch zerstören. Neid, Missgunst kann Leben auch zerstören. Lügen können Leben zerstören. Warum gibt es da so fast so eine Hitparade der Straftaten? Ja, das finde ich schon relativ schräg. Das muss ich ehrlicherweise sagen. Wir haben bestimmte Straftaten überhaupt nicht auf dem Schirm, die massiv Existenzen zerstören können, nämlich zum Beispiel die Fehlbezichtigung von Straftaten. Nicht? Wenn man jemanden zum Beispiel einer Sexualstraftat bezichtigt oder wenn sie ihrem verhassten Berufskonkurrenten Kinderpornos auf seinen Rechner runterladen. Ne? Das ist so eine elegante Methode, um jemanden komplett in den sozialen Tod zu schicken und im Zweifelsfall auch in die JVA. Und wenn Sie erstmal die Kinderporno-Bildchen auf dem Rechner haben, dann sagen, ich interessiere mich gar nicht für pädosexuelle Dinge, dann sagt auch jeder Gutachter so, ja, habe ich auch noch gar nicht gehört heute. Ne? So, das heißt, von der Nummer kommen Sie ganz schlecht runter. Und das sind schwere Straftaten. Ja, Verleumdung, ganz übel. Wie gesagt, Fehlbezichtigung. Bei Familienrechtsstaatlichkeit, ich mache überhaupt keine Familiengutachten, halte ich mich völlig raus, bin ich ganz fies für. Aber warum? Die Fehlbezichtigung, also wenn man sozusagen Sorgerechtsstreitigkeiten haben, sagt, dass man sagt, naja, der Vater hat vielleicht irgendwie die Tochter komisch angefasst oder so. Das sind so schwierige und so üble Dinge, dass ich glaube, dass wir da einen Neglect haben in der Gesellschaft. Und ich würde mir sehr viel mehr wünschen, dass das deutlicher wird, dass man nicht üble Nachrede machen darf. Es ist auch so, dass zum Beispiel sowas wie Verleumdung oder eben Lügen und sowas einem ja auch sehr viel näher ist. Also diese Frage, könnte ich das tun, hat dann natürlich gleich eine ganz andere Bedeutung in diesem Zusammenhang. Klar, natürlich. Das mit dem Serienmord ist so weit weg, dass man davon selber überhaupt nicht affiziert wird. Wenn es für jeden von uns eigentlich die Möglichkeit gibt, sich für das Destruktive zu entscheiden, was sind denn die Faktoren, warum Menschen das eben nicht tun, also das Gute wählen? Was ist da, welche Erfahrungen haben Sie da gemacht oder wonach schauen Sie dann, um das zu bewerten? Also Menschen, die sich nicht für das Destruktive entscheiden, begutachte ich natürlich nicht. Die Motive sind ganz unterschiedlich. Also die Frage ist zum Beispiel auch, wer will ich sein? Was ist mein Lebenskonzept? Es gibt Menschen, die nennen wir antisozial. Die unterscheide ich auch gerne von den Dissozialen. Die Dissozialen haben immer irgendwas Depressives unten drunter. Aber die Antisozialen sind Menschen mit einer echten kriminellen Identitätsentwicklung. Die wollen das als Lifestyle. Ja, die fangen als Türsteher an. Die finden das doll. Ja, mit so einem grimmigen Gesicht und so aufgepumpten Oberkörper und eine Prise Koks in der Nase irgendwie an der dunklen Tür rumzustehen. Das ist ein Lebensentwurf zu sagen, ich fühle mich hier zu Hause. Und eine ganze Menge an Straftaten, die dann passieren, von BTM-Handel, Körperverletzung, versuchter Totschlag, vielleicht ist auch ein Totschlag dabei, Vergewaltigung und so weiter. Das ist alles Milieu mit Ö, wie ich immer sage. Also das ist so eingepreist in diesen Lebensentwurf. Ja, oder ein anderer bekannter Hamburger Bürger, Herr Gurkasch, der das sehr schön in seinem Buch ja gesagt hat, er hat damals in seiner wilden Zeit ein Krimineller sein wollen. So, das ist die eine Gruppe. Die andere Gruppe ist die, die irgendwie im Leben scheitern und schon relativ früh scheitern, die schon eine schlechte Schul- und Berufsbiografie hinlegen, die sich nicht konzentrieren können, die Misshandlungserfahrungen im Elternhaus haben, die verwahrlost sind und wo so viel Wut und Hass und Ärger und Aggression und Impulsivität da ist, dass sich das irgendwie Bahn bricht. Dann gibt's so die anderen, hier hatten wir ja vorhin ein Gespräch, wo eine Staatsanwältin über einen Raubmord berichtete. Dann gibt es andere Leute, die meinen immer so genau zu wissen, wie viel Geld andere haben.
wird ja auch klassischerweise überschätzt. Üblicherweise meint man, dass der andere das Gegenüber sehr viel mehr Geld hat als man selber. Und dass sie dann die Idee haben, wo zu arbeiten. Ne? Steigen wir irgendwie in eine Villa ein, haben bei einer halben Stunde, weiß ich nicht, 100.000 Euro. Ja, kommen wir mit 150 Euro wieder raus. Ne? So sind menschliche Irrtümer. Also das sind auch der Wunsch, Erfolg zu haben, materiellen Erfolg zu haben, ein gutes Leben zu haben, aber nichts dafür tun zu wollen. Und ich glaube, was wir schon in der Gesellschaft brauchen, ist so ein bisschen auch die Verknüpfung, dass in der Regel in irgendeiner Weise bescheidener Erfolg doch verdammt viel Arbeit erfordert. Und ich glaube, das könnte man so ein bisschen populärer machen, zu sagen, meistens kommt nichts, nicht von nichts. Erstmal vielen Dank, total spannend. Ich habe eine Frage. Lagen Sie schon mal falsch mit einem Gutachten? Und wenn ja, welche Konsequenzen sind daraus entstanden? Also nicht für Sie, sondern... Toi, toi, toi. Naja, die Frage für mich wäre ja auch eine relevante Frage. Toi, 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 toi. Nein, lag noch nicht falsch. Aber ich habe mal gemutmaßt, dass jemand wieder übergriffig wird, ohne dass der juristische Rahmen so war, dass ich es hätte verhindern können. Also insofern lag ich leider richtig. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für die, genau, für die, für die vielen anregenden Gedanken und fürs Zuhören und noch weiter viel Spaß hier auf dem Crime Day.